Lorenz bei uns im Studio. Wir schauen nochmal auf das, was sich im Netz tut bezüglich des Anschlags von gestern in Nizza, Antje. Ja, einen Truck als Waffe für einen Massenmord, da sucht man nach Worten. Einige benutzen Worte, die wir in diesen Fällen schon hatten im vergangenen Jahr. Je suis sick of this, ich habe es satt, so formuliert es Cristiano Ronaldo auf Twitter und fragt, was viele jetzt fragen, wann wird das enden? Und auch ein Hashtag gibt es wieder, pray for, also beten für Nizza. Und auch andere Prominente und Politiker haben sich geäußert. Der Schriftsteller Paulo Coelho schreibt auf Twitter, reicht denn Beten jetzt aus? Er weiß es nicht, aber das ist das Einzige, was wir tun können. Und er bittet Gott, uns die Stärke zu geben. Und dann auch hier, dieses Datum wird bleiben im Netz als tragisches Datum. Auch Prinz Charles hat sich geäußert im Netz. Er sagt es ganz deutlich, Terrorismus hat keine Religion, keine Rasse, kein Geschlecht und auch keine Nationalität. Auch er benutzt das Hashtag und dann hier die Farben der Tricolore in London. Nicht die einzige Stadt, wo wir sie heute Nacht gesehen haben. Die Nutzer teilen in Solidarität mit Frankreich diese Fotos. Hier ein Foto aus Montreal, geteilt von einer Nutzerin, und auch die Grand Central Station in Manhattan in den Farben Frankreichs, in Farben der Trauer an dem heutigen Tag. Andere Nutzer, nicht prominente, haben sich natürlich auch geäußert, äußern sich immer noch. Hier formuliert es jemand so, unsere Leben werden zu Hashtags, die Zahl der Attacken steigt. Wir gewöhnen uns schon dran. Wann wird es aufhören? Wieder die Frage. Und es ist dieses Foto, das geteilt wird. Ein Foto, das einem das Herz bricht und die Grausamkeit des Abends zeigt. Hier ist ein Kind ein Opfer gewesen. Und daneben liegt noch die Puppe, denn das Kind war an diesem Tag da, um einen Feiertag zu feiern.